Hey Leute und willkommen zu der Trailer-Analyse des finalen Trailer zum Five Nights at Freddy's Film. Der Trailer ist zum Aufnahmezeitpunkt gestern plötzlich abends erschienen. Lass uns gleich mit der Analyse starten, ich muss aber erst einmal etwas klarstellen. Ich werde die Szenen laufen lassen und danach werden wir darüber sprechen. Die Szenen, die wir bereits kennen, werde ich nicht mal ansprechen, weil was gibt's denn doch Großes darüber zu sagen. Ansonsten, der Trailer an sich hat, ja, ist jetzt im Vergleich zu den vorherigen Trailern nicht wirklich massiv, was den Content angeht. Wir können also nicht wirklich so viel spekulieren wie jetzt in den vorherigen Trailern. Soll jetzt nicht wirklich heißen, dass der Trailer irgendwie schlecht ist oder sowas? Nein, ich fand ihn wirklich super. Bloß habe ich den Hintergedanken, dass diese Analyse nicht wirklich lange sein könnte, aber das ist jetzt auch wirklich nicht das Hauptthema. Wie auch immer, ich rede mal wieder ein bisschen zu viel, deshalb lasst uns einfach starten. So, ganz klassisch fangen wir natürlich mit einem Shot im Büro an. Es ist vielmehr ein linker Seitenwinkel, ansonsten haben wir es immer von der rechten Seite oder von vorne gesehen. Hinten ist ein Schrank voller Dokumente, hier hinten ist ein Fernseher und ansonsten, ja, Telefon, Ventilator, der Drink, ein zerknülltes Papier und natürlich die 7 Monitore, 6 kleine und ein großer und das Bedienfeld der Kameras. Der große Monitor zeigt, glaube ich, die Außenkameras an, wo Vanessa später auch in die Kamera hineinwinkt. Dies scheint der Parkplatz zu sein, das ist die Schaubühne, das ist der Pirate Cove, sieht aus wie die Speisehalle. Und was diese zwei Kameras sind, habe ich jetzt auf den ersten Blick keine Ahnung. Könnten vielleicht aber die beiden Hallen sein oder vielleicht sogar die Küche. Okay, dies ist wiederum eine komplett andere Szene, denn die linke obere Kamera, die jetzt hier die Schaubühne anzeigt, zeigt jetzt die Speisehalle an. Und die beiden Monitore daneben zeigen zwei Hallen an. Die rechte untere Kamera zeigt immer noch die Pirate Cove an mit ein paar Speakern und einem kleinen Arcade-Automaten oder auch Kicker. Und hier links ist jetzt nicht mehr so der Außenbereich, sondern auch eine komplett andere Kamera. Ich glaube, das ist sogar die Kamera, wo im zweiten Trailer Chica und Bonnie nebeneinander stehen. Und hier ein Flur, der zum Büro führt. Wir sehen hier unten die Mitarbeiter des Monatstafel. Also hier bei der verschlossenen Tür ist das Büro, was die anderen Türen vielleicht sein könnten. Also da hinten ist auf jeden Fall die Speisehalle. Bei einem dieser beiden Türen könnte entweder hier die Küche oder die Abstellkammer sein. Hier haben wir viel, was wir so sagen könnten, nämlich die Gruppe vom zweiten Trailer, die wir gesehen haben, scheint anscheinend in den Laden einzubrechen und ihn auch zu randalieren. Hier sehen wir Carl, gespielt von Joseph Poliquin, hier Hank, gespielt von Christian Stokes und hier hinten Maxine, gespielt von Kat Connor-Sterling. Und wer genau der hier ist, haben wir bislang keine Ahnung oder ich kann bislang nicht wirklich feststellen, wer der Schauspieler von ihm ist. Wie wir sehen können, sind die mit einem Motorrad und mit einem Pickup-Truck gekommen, um den Laden hier auszurauben. Der Typ mit der Tasche und mit der Brechstange scheint wohl in der Küche angekommen zu sein und mit der Brechstange bricht er den Geldautomaten aus oder zumindest den Tokenautomaten und ja, holt sich wohl alle Tokens. In dieser Szene wirft Hank einen Stuhl zu einer Vitrine in der Tombola und hier hinten können wir ein paar ja, Merchandise-Artikel sehen, wie beispielsweise ein Bonnie-Plushie, ein T-Shirt und ein paar Party-Artikel. Hier links neben Hank ist übrigens auch ein Weltraum-Shuttle und was mir gerade erst auch so aufgefallen ist, hier hinten ist glaube ich so ein Bonnie-Rucksack. An sich scheint es hier nicht so wirklich viel zu geben, außer jetzt Kleidung und irgendwelche Bastelgegenstände. Und ja, neben dem Bällebad zertrümmert auch der Typ mit der Brechstange diese Automaten, warum auch immer. Sie wollen anscheinend wirklich nur sehr viel Chaos anrichten. Und hier wirft Hank einen weiteren Automaten auf den Boden. Ich kann nicht wirklich feststellen, was es genau für einer ist. Aber dieser Automat führt uns gleich zu einer nächsten Szene, wo Carl einen Wagen mit Pizzaboxen herunterwirft. In der Küche natürlich. Es war natürlich klar, dass diejenigen, die das hier verunstalten, natürlich ihre gerechte Strafe bekommen. Denn Carl, während er hier sich in der Küche umschaut, bemerkt, irgendwas wackelt hier in dem Schrank. Der natürliche Instinkt eines jeden Horrorcharakters, natürlich, man geht zum Schrank und öffnet ihn, um nichts zu sehen. Danach kickt der Instinkt ein und wir sehen Chica hinter ihm.
Mal eine kleine Randinfo. Karl trägt übrigens ein Midnight Monolith-Shirt. Das habe ich auch in der zweiten Trailer-Analyse gesagt. Und ja, meine Vermutung zu dieser Szene. Alle drei werden bei bestimmten Bereichen in der Pizzeria gekillt werden. Hank in der Abstellkammer, Kim oder halt Maxine mit Freddy. Und der Typ mit der Brechstange wird anscheinend noch von Foxy später verfolgt werden. Und an sich, das ist eine gerechte Strafe, denn sie stören ihre Ruhe. Ihren einzigen Ruheort, ihr einziges Zuhause, das sie jetzt schon seit mehr als einem Jahrzehnt kennen, ist jetzt ruiniert. No pun intended. Und Mr. Cupcake verkneift sich hier schon die Augen und Karl wird wahrscheinlich hier schon sehen, wie Mr. Cupcake von dem Tablett abspringt oder sich Chica nähert und Mr. Cupcake auf ihn wirft, sodass er hier sein Gesicht beißt. Einfach der Bite of 87 im FNAF-Film. Aber das ich mir auch hier ein bisschen ironisch finde. Der Fanname von Mr. Cupcake ist Karl the Cupcake, also ironischerweise attackiert hier gerade Karl. Wie groß auch der Cupcake allein ist. Ich meine, wir sehen, er kann seinen Mund auf und ab bewegen, zumindest kann er das ein bisschen. Und auch die Position, wo er auch sein Gesicht beißt. Das ähnelt auch eher jemanden, der typischerweise auch in einen Cupcake beißt. Und jetzt sind die Rollen einfach vertauscht. Wird Karl hier sterben? Naja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Selbst wenn nicht, wenn seine Leiche vielleicht später gefunden wird von den anderen, kann ich mir so vorstellen, dass schon eine große Blutspur um ihn herum ist. Der Film wird ja, glaube ich, meiner Gore haben. Also so leichte, blutige Szenen können wir schon erwarten. Ich habe einen Job für Sie. Kinderspiel, wirklich. Nimm meine Hand. Es ist ein Job im Wachdienst. Hier sehen wir viele, viele Szenen aus den vorherigen Trailern, wo Mike mit seiner Schwester Abby in Freddy Fazbear's Pizza aufkreuzt. Und was mir so im Nebenbei so aufgefallen ist, die deutsche Stimme von William ist jetzt anders. Im zweiten Trailer war sie eher so ein bisschen höher, jetzt ist sie ein bisschen eher tiefer. Etwas, was ich hier allerdings anmerken sollte, wäre, ein paar Sachen sind umgeworfen. Ich glaube, das ist sogar auch der Eingang, wo vorher Hank die Sachen umgeworfen hat, bevor es zu Karl gecuttet hat. Meine Theorie ist hierbei, dass bevor Mike hier arbeitet, werden Karl, Hank, Maxine und auch der Brechstangentyp alle von Freddy, Bonnie, Chica und Foxy ermordet. Wo ihre Leichen dann sind, ja, das wird sich dann vielleicht im Film klären. Vielleicht sind sie noch irgendwo in der Pizzeria so versteckt. Oder vielleicht hat William sie sogar entsorgt. Das ist auch eine Sache. Das, was William allerdings machen sollte, wäre eigentlich auch noch dann diese ganzen Sachen, die zerstört wurden, auch ersetzen irgendwie. Ich meine, die ganzen Tokens kann er mit Leichtigkeit wieder herkriegen, aber ansonsten die ganzen anderen Sachen, die zerschmetterten Glasscheiben, ja, ist nicht unbedingt sehr günstig. Auch mal hier so ein kleiner Vergleich. Im ersten Trailer war Williams Fliege hier dunkelblau, jetzt ist sie eher so rot mit grüneren Streifen. Auch was William hier so sagt, dass das der Job nur ein Kinderspiel ist, er lügt. Er weiß genau, wovon er redet und er versucht nur Mike wirklich zu überzeugen, dort zu arbeiten, weil er ist wirklich hoffnungslos, was er als nächstes tun soll, wie wir gesehen haben. Ich mag diese Szene irgendwie. Hier sehen wir Mike auf seinem Arbeitsplatz, wahrscheinlich auf seiner ersten Nachtschicht, bevor er halt Abby mit sich bringt, wie er die Kameras beobachtet und das ist eigentlich das Einzige, was er während seiner Schicht machen sollte. Hier sehen wir natürlich wieder die eingeschalteten Monitore und das FNAF 1 Celebrate Poster und die Mitarbeiter des Monatstafel da hinten mit den ganzen YouTuber-Cameos. Und hier sehen wir die Showbühne und für einen Frame öffnet sich das rechte Auge von Bonnie. Ich meine, in FNAF 1 hat er sich auch, glaube ich, um so 2 oder 3 Uhr morgens angefangen zu bewegen als erstes. Also könnte es sein, dass er auch sich im Film als erstes bewegt und Mike so circa ein bisschen vielleicht erschreckt. Hallo? Und hier sehen wir wieder Abby alleine durch die Pizzeria streifen. Wir haben schon einige andere Szenen davon gesehen, dass vielleicht Mike während seiner Arbeit einschläft. Ist ja nicht das erste Mal, dass das vielleicht vorkommt. Und Abby sich einfach entschieden hat, durch die Pizzeria zu streifen. Und währenddessen trifft sie natürlich auf die Bühnen-Animatronics Freddy, Bonnie, Chica. Das sehen wir auch in einer späteren Szene, wo Abby vor der Bühne steht und alle ihre übliche Show-Performance machen. Willkommen bei Freddy's. Haben Sie sie schon kennengelernt? Wen kennengelernt? Hier sehen wir Mike in seiner normalen Kleidung, nicht mal seine Wachtmann-Uniform. Also kann es wirklich sein, dass das wohl das erste Mal ist in dieser Szene, wo er wirklich das Gebäude betretet, sich das vielleicht erstmals anschaut. Außerdem, das Licht flackert hier für wirklich einen einzigen Frame und danach weitere Male. Ja, dieses Plakat ist echt sweet. Ich mag die neuen Redesigns übrigens. Hat natürlich irgendwas vom Survival Logbook Artstyle. Ich meine an sich, einige Designs im Trailer sind schon auch an andere Medien so angelehnt, wie beispielsweise
Freddy auf dem Logo ist angelehnt an das Click-Team-Design von Freddy. Und hier haben wir eine Unterhaltung zwischen Vanessa und Mike in einem ja, Personalraum. Haben wir natürlich im zweiten Trailer auch schon gesehen. Im Hintergrund ist nicht wirklich so viel Spannendes zu sehen, außer jetzt vielleicht dieses Tuch, das, ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus, wie, als wäre das ja ein bisschen blutbedeckt. Kann natürlich auch was anderes sein. Die Konversation, die Mike und Vanessa hier haben, haben wir auch schon im zweiten Trailer gesehen und auch ein bisschen darüber geredet. Foxy, Bonnie, Chica und Freddy. Nachdem Vanessa Mike gefragt hat, ob er sie schon kennengelernt hat, drückt Vanessa auf den Showtime-Knopf und die Vorhänge öffnen sich von Foxy, der seinen Mund weit geöffnet hat. Also ich würde nicht in seine Nähe jetzt streiten. Er sieht absolut perfekt aus. Seine Hose scheint auch eine echte Hose, um ihn umklammert zu sein. Also finde ich auch ein bisschen hübsch. Er sieht wirklich 1:1 aus wie im Spiel. Auch sein Auge ist orange, auch mit der gelben Pupille auch. Dann natürlich die Scheinwerfer, die zeigen natürlich auf die Bühne. Und ein Close-Up-Shot von Bonnie. Könnte ja von zwei da kommen. Wir sehen hier ein paar Dreckspuren, oder zumindest ist das vielleicht ein bisschen Licht, auf Bonnies Schnauze. Nochmals, ich kann einfach nicht genügend erwähnen, wie akkurat diese Designs zum Spiel an sich sind. Auch das von Chica, die Zähne, wie sie auch ein bisschen rostig sind, ein wenig. Und The Man Himself, Freddy Fazbear. Und ich kann ja ein bisschen, glaube ich, hier sehen, dass das vielleicht ein Draht ist, das aus seinem Ohr kommt. Ich wundere mich, ob wir auch die Endoskelette an sich im Film sehen werden. Ich meine, wir müssen das sehen, wenn es eine Backstage gibt. Die FNAF 1 Endo O1 Designs hier zu sehen, wäre ein Traum. Und hier sehen wir die vorher angesprochene Szene mit Abby vor der Bühne und während die Animatronics ihre klassische Show-Performance machen, was natürlich auch ein Traum wäre, wäre, wenn Freddy, wie im FNAF 1 Trailer am Anfang, seine Hand hebt. Das Lighting ist absolut wundervoll mit den Scheinwerfern hier, die wieder auf Bonnie zeigen und es wird wahrscheinlich wieder ein paar Debatten geben. Was ist seine Hautfarbe? Was ist, ist er wirklich blau? Ist er violett? Keine Ahnung. Er ist bläulich-violett. Jetzt bitte, hört damit auf. Es gab auch ein Promo-Image mit Abby vor der Bühne. Ich werde es jetzt auch mal hier einblenden. Man kann übrigens sehen, als Freddy sich anfängt zu bewegen, freut sich Abby ein wenig und ich kann es auch verstehen, weil das hier zu sehen in Real Life, ich würde mich auch freuen. Allerdings von Freddy und Bonnie bewegt sich Chica überhaupt nicht. Also sie ist noch deaktiviert. Sie bewegt ihren Kopf ein wenig, also vielleicht hier, bevor es jetzt zu dem Text hier cuttet, aktiviert sie sich vollständig. Ansonsten muss ich einfach sagen, das Movement ist einfach vollkommen besser als jetzt in den vorherigen Trailer, muss ich ehrlich zugeben. Damals in den 80ern. Und hier sehen wir eine weitere Zusammenstellung von Szenen aus den vorherigen Trailern. Also jetzt wieder wie Freddy Fazbear's Pizza damals in den 80ern waren. Und wir hören auch im Hintergrund, wie Vanessa von damals auch redet. Dann für ein Frame oder zumindest drei Frames sehen wir dieses eine Bild von Freddy mit Marihuana-Augen. Roten Augen meine ich. Und genau das hier erinnert mich an die Halluzinationen von FNAF 1, wo Freddy auch mit blutroten Augen einfach plötzlich auf dem Bildschirm des Spiels aufploppt für eine halbe Sekunde. Was ich mir so gut vorstellen kann in der ganzen Statik wäre auch so als kleiner Jumpscare, dass dieses Bild auch in den ganzen VHS-Tapes, das hier Mike ja einsteckt und auch sieht dann im Film, dass das auch einfach plötzlich aufploppt. Und hier sehen wir wieder zwei Szenen von Mike aus den vorherigen Trailern. Also hier, wo Freddy hinter ihm steht und hier, wo er auch von seinem Schlaf erwacht. Sind ein paar Kinder verschwunden. Was meinst du damit? Deshalb wurde der Laden doch geschlossen. Eine weitere mysteriöse Szene und auch ein paar wieder eine kleine Zusammenstellung von den Geisterkindern im Wald. Dass Mike sagt, was meinst du damit, ist glaube ich nicht auf Vanessa bezogen, sondern halt auf die Geisterkinder, die vielleicht etwas gegenüber Mike sagen und er natürlich fragt, ja, was meinst du damit? Warum bin ich hier? Und was ich mir auch jetzt ganz gut vorstellen kann, ist, dass die Geisterkinder mit Mike ein Versteckspiel machen werden hier im Wald. Sprich, dass wenn Mike eines der Kinder findet, dieses Kind ihnen dann einen Hinweis auf das andere Kind geben wird oder einen Hinweis auf die Geschichte des Lokals oder wer der Mörder eigentlich war. Von dieser Stelle, wo Mike und Vanessa sich gegenüber hier schauen, gibt es auch einen anderen Promo-Image. Hier hinten ist ein Poster von Freddy zu sehen. Ich kann es nicht wirklich ausmachen, was da wirklich ist. Und auch beim Reinzoomen sieht man auch viel weniger. Und hier sehen wir schon zum dritten Mal in den ganzen drei Trailern das seltsame Foltergerät im Freddy-Stil. Einige vermuten ja, dass dies die Art und Weise im Film ist, wie jemand in einen Freddy-Anzug gesteckt wird und naja, ich habe eine Erklärung dazu. Dieses Foltergerät wurde wahrscheinlich von William selbst entworfen, um Menschen auf die schmerzhafteste Art und Weise wie möglich zu töten. Dies wiederum erzeugt auf die schnellste Art und Weise Agony. Starke Emotionen und körperlicher Kontakt können eine Seele an ein Objekt binden. Die Emotion, die hier freigelassen wird, ist natürlich die stärkste aller Emotionen, nämlich Agony. Technisch gesehen ist dies sogar ein Upgrade vom puren Hineinstopfen in einen Anzug. Sobald diese Person stirbt, und außerdem, ich glaube nicht, dass das
dass Mike ist, sondern jemand komplett anderes, ist seine Seele sofort an die Maske gebunden. Die Polizei hat das Freddys durchsucht. Hey! Sie haben die Kinder nie gefunden. Was zur Hölle? So, in dieser kompletten Szene sehen wir Maxine in den Hinterbereichen der Pizzeria, wahrscheinlich der Backstage, die immens riesig ist übrigens. Die Tür geht auf, sie guckt hin und seht ein Geisterkind, wahrscheinlich die Seele von Freddy Gabriel. Und er rennt weg und Maxine folgt ihm natürlich, um Freddy hier einfach stehen zu sehen. Eine gute Frage ist, wie er bitte hierher gekommen ist, wer hat ihn dahingestellt? Und das, was mir auch so auffällt, das erinnert mich ein wenig an das Help Wanted Parts and Service Level von Freddy. Maxine macht hier wohl den größten Fehler ihres kompletten Lebens. Nämlich ist sie jetzt face to face mit Freddy und guckt in seinen Mund. Nur um von einer Hand eines Geisterkindes angegriffen zu werden. Und wahrscheinlich stirbt sie auch. Dass sie überlebt, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. Im Lagerraum oder einfach nur Backstage an sich sind einfach nur technische Gegenstände überall verteilt. Geisterkinder. Die von Riesenrobotern den Sitz ergreifen? Okay, hier haben wir viele, viele Szenen von den Animatronics an sich, wie sie einfach voranschreiten. Wie jetzt beispielsweise hier Foxy, der von seinem Vorhang herauskommt und sehr, sehr wütend aussieht. Es sieht so aus, als würde er gleich den Brechstangentypen verfolgen. Wir kommen gleich dazu nochmal zu reden. Nämlich den hier. In irgendeinem Flur, in einem Hinterbereich. Und er wird auch gleich rennen. Er sieht momentan ein bisschen verwirrt aus und wundert sich wahrscheinlich, warum sich die Animatronics bewegen können. Oder ist überhaupt verwundert, warum die überhaupt noch da sind. Bei der Szene, wo Chica sich gerade die Augen verkneift, ich kann mir gut vorstellen, dass sie gerade beobachtet, wie Mr. Cupcake Carl angreift. Oder beziehungsweise sucht sie gerade nach jemandem in der Küche. Vielleicht wird sie wie in FNAF 1 einfach eine Pfanne nehmen und damit irgendjemanden über die Rübe hauen, aber darüber können wir auch nur spekulieren. Okay, diese Stelle ist ziemlich, ziemlich interessant, weil das ist nicht irgendein Animatronic, das ist William im Spring-Bonnie-Anzug und er wirkt gerade Vanessa. Also William erwürgt sie gerade, sie fällt ohnmächtig und so kommt es dann, dass sie im Krankenhaus landet. Wie es zu dieser Situation überhaupt zustande kommt und warum William sie überhaupt attackiert? Ich meine, ja, vielleicht, weil sie viel zu viel über Freddys Geschichte kennt. Wie kann man sie aufhalten? Und hier haben wir The Silver Eye Style, Abby, die sich hinter einem Arcade-Automaten versteckt, während Foxy in der Arcade nach ihr sucht. Das ist definitiv aus Die silbernen Augen inspiriert von der Szene, wo sich Charlie auch in der Arcade von Freddy's einfach versteckt, während Foxy sie jagt. Und hier haben wir den Brechstangentypen mit der Tasche, mit den ganzen Tokens, der wahrscheinlich von Foxy gleich rennt. Hier sehen wir auch, das ist derselbe Bereich. Auch wenn das Ganze weird ein wenig aussieht, er rennt genauso wie in FNAF 1 die Westhalle herunter. Also da Foxy ihn schon sehr verfolgt und ich glaube, er wird ihn auch mit dem Haken hier sein Auge ausstechen, wie in noch ein Schritt. Das wäre natürlich ganz kritisch für ihn. Ich glaube, er wird einfach eventuell in eine Sackgasse geraten, wie Mike ja auch ein paar Szenen hier später. Ich glaube, das ist derselbe Flur. Ich kann mir nicht wirklich viel von dieser Szene noch aufmachen, wie sie wahrscheinlich enden wird. Ja, der Typ wird sterben. Und das auf eine nicht so schöne Weise. Gar nicht. Es ist zu spät. Gegen Ende des Trailers kommen natürlich die mehr actionreichen Szenen. Beispielsweise die Szene, wo Bonnie einfach komplett elektrisiert wird. Hatten wir auch schon im zweiten Trailer gesehen, aber nur mit seiner Gitarre. Und jetzt explodiert er einfach förmlich. Naja, was heißt, sie explodiert? Die Gitarre bekommt einen Kurzschluss. Dies ist eine Fortführung vom Gespräch von Mike und Vanessa, wo sie vorher bei der Tumblr standen, wo ich vorher das Promotion-Bild eingeblendet habe. Und wie es hier angedeutet wird, die reden hier darüber, wie man die Animatronics aufhaltet. Und Vanessa gibt einfach stumpf die Antwort, gar nicht. Und hier eine weitere Szene im Wald, wo Mike durch die Wälder rennt. Er rennt wahrscheinlich einem der Geisterkinder nach. Oder er rennt dem Auto nach, was wir auch im zweiten Trailer gesehen haben. Er kommt. Und hier, Mike am Ende der Halle, haben wir auch schon am Ende des zweiten Trailers gesehen. Wir wissen nicht direkt, wer hinter ihm steht. Aber es ist auf jeden Fall nicht William Afton, weil das ist eine komplette andere Location als im Vergleich zu der hier.
Und ich habe schon einige Spekulationen gesehen. Ist es wirklich ein Spring-Bonnie-Suit oder ist es Fredbear wegen der Maske halt, wegen den Ohren und wegen der dickeren Position und wegen den ganzen Gliedmaßen? Aber ich kann euch sagen, im Silver-Eyes Graphic Novel waren die Proportionen auch etwas größer. Deshalb, diejenigen von euch, die sagen, Fredbear, ja, ich gucke auf dich, Leonard, ich bin mir dabei nicht wirklich so sicher. Auf einer Seite ist er komplett verfallen, auf der anderen Seite nicht so, da ist er noch ein wenig normal. An sich, diese Szene ist einfach komplett creepy. Mit den leuchtenden weißen Augen und der ganzen Statur. Ich glaube, in dieser Szene zeigt sich William zum allerersten Mal im Anzug. Und hier, der ikonische Messerwischer von Ghostface. Finde ich eine sehr, sehr nette Referenz an Stu Macker. Weil Matthew Lillard hat ihn auch sogar damals gespielt. Die ganze Statur ist einfach umwerfend von ihm. Und allein wie er schon auch sein Messer wischt, er will wahrscheinlich Mike verfolgen damit. Was wird uns danach zu dieser Szene führt, weil vielleicht steht wirklich William Afton hinter ihm. Die Tür ist verschlossen und er bittet um Gnade. Ansonsten, meine Freunde, war das schon das Ende des gesamten Trailers. Ich werde es mal im Hintergrund laufen lassen für euch, währenddessen ich hier rede. Der Trailer war wie alle anderen einfach umwerfend. Allerdings hat er mich nicht so wie bei den ersten zwei richtig umgehauen. Die Visuals waren wie immer einfach absolut umwerfend. Ich hoffe, euch hat die Analyse gefallen. Falls ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich mir komplett sicher bin, dass ich irgendwelche versteckten Nachrichten oder versteckten Botschaften in den Hintergründen irgendwie vergessen habe, weil ich bin nicht unbedingt derjenige, der diesen Trailer jetzt bei jeder einzelnen Szene aufgehellt hat. Da gibt es bestimmt ein paar Leute. Wie auch immer, ich werde mir den Film direkt am ersten Tag anschauen, am 26. Oktober. Und ich hoffe, ihr werdet ihn auch noch rechtzeitig anschauen, denn die Sekunde, in denen der Film auch digital auf Peacock veröffentlicht wird, werden die Spoiler überall sein. Ich wünsche euch dann noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns bald wieder beim nächsten richtigen Video. Bye, bye!